Zusammen, hi everyone. Und zwar habe ich, muss ich erstmal das Kabel richten hier. Ich habe hier noch transparent, lag glänzend, auch vom Bösner. Das funktioniert auch ganz gut, aber nicht so gut mit Silikon, weil die Zellen verlaufen sehr stark wieder. Ihr kennt es vielleicht auch von diesem blauen Kleber. Er arbeitet ziemlich stark nach. Deswegen mache ich hier ein schönes Bild ohne Silikon. Ja. Transparent Lacquer Glossy from Bösner. And that works nice, but without silicone. With silicone, there works too much after pouring and it breaks the cells. Then do this better without silicone. Also macht es einfach ohne Silikon. Wenn ihr Bilder ohne Silikon macht, könnt ihr das schön machen mit dem. Okay. Anmischen genauso wie mit den anderen Medien genauso. Yeah, you mix this transparent Lacquer Glossy how the other medium. It's no problem. It's a nice stuff, I think, but without silicone. Also ich finde es auch ein gutes Produkt, weil es halt glänzt halt auch, wenn es trocknet. Aber wie gesagt, ohne Silikon. Okay, ich habe hier einen Rahmen, der ist 30 auf 24 cm. I got a canvas, ist 32-24 cm. Und was ich machen möchte, ist alles in einem Becher und machen sogenanntes Puddle oder Puddle, also diese Ringgießen. Ja, yeah. I make all in one cup and make a puddle Technik. Okidoki. Dann schauen wir mal, was rauskommt. We look what's happened. Okay. Ah ja, Farben. Habe ich Violett, Purple, das ist das Himmelblau hell, das ist das Sky Blue Light, das ist Patala Blue, also das ist das Patalo Blau, und das ist Goldgelb, das ist Gold Yellow. Okidoki. So. Macht es nicht zu dünn. Don't make it too thin. That's, yeah, I think to not more than 5% water in there. Also macht nicht mehr wie 5% Wasser rein, weil sonst wird es gleich oder recht schnell zu dünn. Das geht relativ schnell bei diesem. Es sieht erst dick aus und dann wird es plötzlich zu dünn. Okay. So, das Gelbgold. The Gold Yellow. Und das Patale Blau noch zum Schluss. The Patale Blue. At last. So. Okidoki. Lass das alles reinlaufen. I let it flow. Yeah, we got much of violet.
Also nun ziemlich viel Violett. Aber kein Problem. No problem. The problem is my arm. Mein Arm ist das Problem hier. Ups. Gut, ist empty, also ist leer. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das richtig hinbekommen. We must look that flow right. Schön langsam laufen lassen. Let it flow slowly. Ja, das Schöne geht hier kaputt. The brakes, the line. But it's okay, I think. Schwierige Teil, glaube ich, dass ich das hier behalte. Now comes the typical part that I don't lose my paint. Okay, puh. Get lucky. Glück gehabt. Ja, das ist immer so schwierig, wenn die schönen Farben außen sind. Und dann habt ihr echt Schwierigkeiten, dass die nicht kaputt gehen. Wenn ihr es laufen lasst. Aber ich kann dir nur mit den Fingern nachhelfen. Yeah, you can help with your finger. Ja, gefährlich. Dangerous. Okay, now we make it right. Jetzt machen wir es mal richtig, so wie wir es haben möchten.
mehr arg. They don't flow much. Okay, but it's nice, I think. Nice lines. Also wir haben doch schöne Linien rausbekommen. Was wir jetzt noch ein bisschen machen können, noch ein bisschen bescheißen. We can a little cheat with my gum. Ihr kennt ja meinen Kamm. Da machen wir jetzt noch ein bisschen was. Ja, kennt ihr ja. You know this. Gefallen mir nicht so gut. I don't like this area. Okay, that's right, I think. Ich denke mal, ich lasse es jetzt so. That's okay. Gut, jetzt kurz mit dem Eislauf hin, um die Luftblasen rauszubekommen. A little bit of heat gun for the air bubbles. And then it's right, I think. Little dots. Kamen jetzt also kleine Punkte raus noch, aber es sind halt die Luftblasen. Okay. Gut, ich würde sagen, ich lasse es jetzt trotzdem so. Das gefällt mir nicht so ganz. I don't like this area, but it's okay. Also gut, ich würde sagen, ich komme gleich wieder mit der Nahansicht. Ja, yeah, I come back with the close-up. Dann würde ich sagen, bis gleich. See you. So, ich bin zurück. I'm back. Jetzt könnt ihr es mal von nahem anschauen. I give you a close-up. Okay. Die sind richtig schön hier. Yeah. The lines are pretty nice here. Okay. Also irgendwie hat es was, also mir gefällt. I like it. Ich hoffe euch auch. Ich meine, die Geschmäcker sind ja verschieden, aber hier sieht es aus wie ein Himmel. Yeah, looks like a heaven. Yeah, it comes here. Okay, nice. I like this area. Looks like a heaven. Heaven or orbit. Also sieht aus wie ein Himmel oder ein Orbit. Also ich finde es richtig gut. Okay, dann hoffe ich, hat euch was gefallen.
Ja, was gefallen, genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen und was gebracht, das wollte ich sagen. Einfach mal auszuprobieren. Und dann denke ich, hoffen wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir in die Kommentare, gebt mir gerne ein Like, freut mich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, yeah, I hope you like it, I enjoyed you. Yeah, give me a like, subscribe my channel for more videos, and I hope we see you next time. Okay, dann macht's mal gut, bis dann, also tschüss, bye.